Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch. Lassen wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter hinten auf Hitzesberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Pikniza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen zu STR, aber eigentlich zur VfB-Viererkette. Mein Name ist Ricky und vielleicht kennt ihr sie noch, die VfB-Viererkette, dieser Zusammenschluss aller VfB-Fan-Podcasts, die sich mehrfach im Jahr treffen und dann so ein bisschen über den VfB reden. Genau das machen wir heute auch und ich darf begrüßen von rund um den Brustring den Tom. Guten Abend, Tom. Guten Abend zusammen. Bei den Kollegen von Rund um den Brustring könnt ihr Teil 1 unserer Viererkette hören, denn das ist der Clou, so wie letztes Jahr. Wir werden 4 verschiedene Teile aufnehmen und bei den Kollegen von Rund um den Brustring gibt es den Blick zurück auf die Hinrunde. Da wurde schon hitzig diskutiert, kann ich euch verraten. Außerdem sind mit dabei der Dani und der Ron von der Nachspielzeit. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Und wer die Nachspielzeit noch nicht kennt, was mich wundern würde, der weiß, dass sich die Nachspielzeit so ein Stück weit um den Verein kümmert. Nicht nur, aber dann doch da sich mit Sicherheit mehr als nur einen Namen gemacht hat und auch so um Fanbelange stark bemüht ist. Und die Vereinspolitik wird von Ron und von Dani und natürlich auch von uns in einem zweiten Teil besprochen. Auch dazu findet ihr den Link auf vfbstr.de, also schaut mal vorbei. Und zu guter Letzt, eigentlich hätte ich sie zuerst begrüßen sollen, so wie es eigentlich ein Gentleman tun sollte. Ich habe es versäumt, tut mir leid. Aber von Brustring Talk ist die Jasmin dabei. Hallo Jasmin. Hallo, ist schon okay. Wir machen ja auch einen Teil 4 bei uns im Brustring Talk dann. Ja, das ist das Merkwürdige, nämlich wenn wir hier schon mehrere Stunden miteinander reden und jetzt so tun, als würden wir uns zum ersten Mal treffen. Gut, hier bei STR soll es heute die Jugend gehen. Wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, ob wir jetzt wirklich bis zur U9 alles abdecken müssen und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass die meisten wahrscheinlich sich nicht so sehr dafür interessieren, wie die ganz kleinen Jungs Fußball spielen und haben uns dafür entschieden, dann heute über die U21 und die sehr erfolgreiche U19 zu sprechen. Und ich würde sagen, wir starten mal mit der U21, die nicht besonders erfolgreich war, denn die stieg im Sommer ab aus der Regionalliga in die Oberliga Baden-Württemberg. Und ich dachte mir, dass wir das dann so aufhängen, dass wir so ein bisschen über den Trainer reden. Da gab es ja einiges, was dann sich vor allem in den letzten Stunden oder Tagen zugespielt hat. Dann werden wir so ein bisschen über den Kader sprechen und die Saison so ein Stück weit rekapitulieren, die bislang gespielten Spiele etwas, vielleicht nicht detaillierter besprechen, aber so ein Stück weit darauf eingehen, wie die Spiele liefen. Also fangen wir an mit dem Trainer. Da ging es damit los, dass nach dem Abstieg aus der Regionalliga Andreas Hinkel entlassen wurde. Thomas Hitzesberger sagte dazu, wir hätten Andi gerne auf einer anderen Position im Übergangsbereich des NLZ behalten. Er hat sich aber dazu entschieden, vorerst seine Trainerkarriere außerhalb des VfB fortzusetzen. Tja, und statt Andi Hinkel wurde dann Paco Fass der neue Trainer, der den direkten Wiederaufstieg bewerkstelligen soll. Fass warf zu seiner Zeit als Kickers-Trainer im April 2018 hin. Also es war relativ überraschend, ähnlich wie es jetzt eben bei der VfB U21 ablief. Und im April 2019 übernahm er dann mit Nico Willig die VfB-Profis, die sich ja in großen Abstiegsnöten befanden. Und er konnte es dann nicht schaffen, dass der VfB absteigt. Das ist keine News, aber ich dachte, ich haus hier nochmal so mit raus. Vielleicht hat der ein oder andere das nicht mit auf dem Schirm gehabt, dass Paco Fass da schon als VfB-Co-Trainer aktiv war. Man kann natürlich das Ganze jetzt so interpretieren, dass er diesen Posten als VfB-2-Trainer bekommen hat, weil er eben bereitwillig ausgeholfen hat im April 2019. Ja, jetzt frage ich dann einfach mal den Dani, wie du das Ganze einschätzt. Also
Findest du es okay, dass man sich von Andreas Hinkel nach dem Abstieg getrennt hat und dann eben Paco Fass, der eigentlich jetzt gar keine großen Berührungspunkte mit der U21 des VfB bislang hatte, als neuen Trainer präsentiert? Oder hättest du dir da eine andere Lösung erhofft? Ist der Dani noch da? Entschuldigung, ich war auf stumm geschaltet. Ja, prinzipiell kann ich die Gedankengänge bzw. die Motivation dahinter nachvollziehen. Es fällt mir nur jetzt persönlich ein bisschen schwer, das nicht in der Situation, die sich dann jetzt in den letzten Tagen ergeben hat, voneinander zu trennen. Nachdem es dann jetzt auch noch die Trennung von Paco gab, die dann halt auch zu einer seltsamen Situation geführt hat oder beziehungsweise zu einem kurzen Aufblicken, was da bei der U21 eigentlich abgeht. Ja, also das war schon spektakulär, muss man fast schon sagen, denn Paco Fass bat um die Auflösung seines Vertrags zum 31.12. Der VfB hat die Meldung dann erst, ich glaube, am 9.1. rausgegeben oder letzte Woche erst, also nicht am 31.12. und schon gar nicht vor dem 31.12., deswegen war es relativ überraschend. Jetzt ist es halt so, dass die U21 des VfB ohne Trainer dasteht. Aktuell übernimmt dieses Amt des Trainers Michael Gentner und der Trainerstab, der noch übrig geblieben ist, also Tobi Rathgeb ist mit dabei und auch die ganzen weiteren Trainer, die unter Paco Fass gearbeitet haben, sind weiterhin beschäftigt beim VfB Stuttgart. Aber ja, Dani, du hast es gerade angesprochen, es war schon sehr überraschend, dass Paco Fass, ich muss ja sagen, hingeworfen hat. Er hat so beschrieben, dass es unterschiedliche Ansichten gab, was der Verein sich so vorstellt, was er sich so vorstellt. Jetzt wissen wir ja inzwischen, dass es vielleicht nicht nur unterschiedliche Ansichten oder Auffassungen zur weiteren Zusammenarbeit gab, sondern dass Paco Fass unter Umständen vielleicht auch schon ein Angebot vorliegen hatte von einem chinesischen Erstligisten. Ich glaube, Luneng oder so heißen die. So ganz genau kenne ich mich bei der chinesischen Liga ehrlich gesagt nicht aus. Ich weiß nur, dass die zu den Top-Teams gehören, aber ich habe es mal nachgegoogelt. Ich glaube, die waren einmal Fünfter, einmal Dritter und einmal Sechster in den letzten 3 Jahren. Also so, Top-Team, also Mittelfeld-Team würde ich jetzt sagen. Also es klingt für mich jetzt noch nicht danach, dass die jetzt direkt, die chinesische Liga rocken werden. Aber gut, es wird mit Sicherheit finanzielle Gründe gehabt haben. Das unterstelle ich Paco Fass jetzt einfach mal, dass er dann das Weite gesucht hat. Tja, ist halt jetzt die Frage, wie es hier weitergeht, denn das ist für mich so ein bisschen auch der Knackpunkt für die U21 in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, wenn es darum geht, den Aufstieg in die Regionalliga zu bewerkstelligen. Findet man rechtzeitig einen neuen Trainer, findet man vor allem einen Trainer, der es hinbekommt, zum einen mit dem ein oder anderen erfahrenen Spieler umzugehen, auf der anderen Seite mit Profispielern umzugehen, die dann einfach aufgrund mangelnder Einsätze zur Oberligamannschaft geschickt werden und gleichzeitig gelingt es diesem Trainer, junge Talente, U19-Spieler, die jetzt gerade rauskommen und dann eben jetzt den Sprung, den Übergang schaffen sollen zu den Profis, weiter voranzubringen, und dann auch die Entwicklung aufrechtzuerhalten, einen guten Übergang zu schaffen. Das wird mit Sicherheit schwierig werden. Schwer zu sagen, wen der VfB da jetzt so im Auge haben könnte. Ihr seid alle schon lange mit dabei. Wisst ihr, wer der zuletzt erfolgreichste U21 bzw. VfB 2 Trainer war der letzten Jahre? Wahrscheinlich nicht, oder? Jasmin, du vielleicht? Oh, letzte Jahre. Also spontan ist mir jetzt Adrian eingefallen, aber das ist schon ein bisschen länger her. Also wer den lasse ich fast schon noch gelten. Ramni? Nee, richtig, genau, das war er. Ja, sehr gut. Und das wäre vielleicht noch eine Option, habe ich mir überlegt. Also wenn es so Kandidaten gibt, die ich mir hier vorstellen könnte, wäre ein Jürgen Ramni mit Sicherheit nicht der schlechteste. Er hat vielleicht jetzt im Profibereich nicht all das abgeliefert, was man sich so erwünschen würde als VfB-Fan und hat danach auch Probleme gehabt in Bielefeld. Aber ich glaube, die Jugendabteilung bzw. die zweite Mannschaft hat er sehr vernünftig betreut. Die U19 hat er, glaube ich, auch mal betreut. Also das ist eigentlich schon jemand, der mit jungen Kickern umgehen kann. Zum einen dann aber auch jetzt Profi-Erfahrung vorweisen kann. Also wenn da jetzt das Tischtuch nicht komplett zerschnitten ist, dann wäre das vielleicht eine Option, die ich mir vorstellen könnte. Ich weiß nicht, Tom, wie sieht's bei dir aus? Würdest du Jürgen Ramni hier beim VfB nochmal freundlich begrüßen oder bist du froh, wenn er nicht mehr hier auftaucht? Für die Jugend vielleicht sogar schon. Also ich meine, man hat das... Ich vergleiche jetzt einfach mal Nico Willig mit Ramni. Ich darf das, glaube ich. Ich glaube, dass es in der Jugend tatsächlich... du musst schon auch in Richtung Taktik und Fußball sicherlich was drauf haben. Aber ich glaube, dass das
nennen wir es das Teammanagement, halt im Vordergrund steht. Also mehr oder weniger, ne? Also ich glaube, da geht es um Talententwicklung, geht es halt viel um Gespräche. Du kannst mit den Jungs ganz anders arbeiten als mit Profis. Also bei den Profis hast du halt, wie soll ich sagen, du musst dort, glaube ich, viel mehr Brände löschen sozusagen, weil sich dann doch wieder einer nicht so wertgeschätzt fühlt und so weiter und so fort. Und ich glaube, in der Jugend ist das irgendwie anders. Da kann man anders mit den Jungs umgehen. Die sind vielleicht noch ein bisschen unverbrauchter, wenn man das so sagen kann. Und deshalb denke ich, dass es einfach was anderes ist. Und ja, ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass da ein Kramny zum Beispiel wieder zurückkommt. Warum nicht? Das ist ein guter Punkt, Ricky. Weißt du, inwiefern sich denn dadurch das Traineranforderungsprofil verändert? Also ändert sich das überhaupt generell? Schaust du dann nach einer bestimmten Art von Trainer im Vergleich jetzt zur A-Mannschaft beziehungsweise zur ersten Mannschaft? Also ich glaube, dass du in jedem Übergangsbereich einfach so einen Typen brauchst, der dem man das abkauft, dass er mit Herzblut dabei ist. Also weiß ich meine, so jetzt nehmen wir einen Profitrainer, der komplett das Gegenteil ist, so jemand wie Magath. Ist ganz weit hergeholt, der würde mit Sicherheit im Übergangsbereich Probleme bekommen. Ja, aber das beste Beispiel hast du mit Willig, das ist jemand, wenn du den beim Coachen beobachtest, du merkst ihm einfach an, dass er jeden Spieler besser machen möchte, dass er die Mannschaft voranbringen möchte, dass er hier nicht seine Ego-Nummer durchzieht, vielleicht macht er das auch, aber es fällt halt überhaupt nicht auf. Und ich glaube, so jemand ist wichtig, denn eigentlich ist die Aufgabe, junge Leute zu trainieren, deutlich leichter aus meiner Sicht als gestandene Profis zu trainieren. Ich glaube, unser neuer Trainer hat das gesagt, Pellegrino Matarazzo, die jungen Spieler fressen dir mehr oder weniger aus der Hand. Die fressen das auf, was du denen erzählst. Und die etwas älteren Spieler, erfahrenen Spieler, die musst du immer wieder neu überzeugen von Ideen. So, also das heißt, du musst natürlich jetzt hier erstmal eine Idee haben, die Spieler mitnimmt und natürlich auf der anderen Seite vielleicht nicht direkt überfordert. Also es muss schon eine gute Balance gefunden werden. Und das ist natürlich jetzt noch schwerer in der Oberliga, wo du eigentlich fast nur gegen destruktive Mannschaften spielst und Geduld brauchst. Das ist ja das alte Thema, was beim VfB dann auch bei der ersten Mannschaft häufiger zu Problemen führte. Also du brauchst Geduld, du musst kreativ sein, brauchst Mut und so weiter und so fort. Und da ist der richtige Trainer, glaube ich, schon auch entscheidend. Ja. Ich würde auch sagen, dass Paco Fass nicht das Optimum aus dieser Mannschaft bislang rausgeholt hat. Da sehe ich auch noch etwas Verbesserungspotenzial. Also wenn ich da gerade mal an den September zurückdenke, da war es dann wirklich so, dass der VfB ja doch deutlich in Straucheln geraten ist. Und vor allem dann in den Spielen gegen Göppingen zum Beispiel und gegen Neckarsulm konnte man gut sehen, was dieser jungen Truppe, im Durchschnitt ungefähr 22 Jahre alt, fehlt. Und das ist halt einfach so eine gewisse Robustheit und so die Erfahrung, die fehlt natürlich auch. Und da musst du vielleicht was entgegensetzen mit einer besonderen Ansprache. Auf der anderen Seite hilft es natürlich auch, wenn du selber schon mal erfolgreich Fußball gespielt hast, könnte ich mir vorstellen. Und da ist ja Jürgen Kramny auch ein erfolgreicher Fußballprofi eben dann gewesen. Also das wäre ein Name, den könnte ich mir vorstellen, ohne dass ich da jetzt irgendwie weiß, ob der wirklich diskutiert wird oder nicht. Aber ja, weil die Frage auch über Twitter bei uns reinkam, wen könnt ihr euch vorstellen oder gibt es schon Namen, über die diskutiert wird, was die Position des Trainers anbelangt. Das wäre jemand, da wäre ich nicht ganz abgeneigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es die zu offensichtliche Wahl wäre. Also mal unabhängig davon, ob es überhaupt noch mal in Frage kommt, ein Beschäftigungsverhältnis beim VfB. Man hat es ja jetzt auch beim Trainer der Profis gesehen. Viele Namen wurden da diskutiert, aber keiner hat den jetzigen Trainer dann auf dem Zettel gehabt. Und ich weiß nicht, ob die sportliche Leitung sowas nicht auch ein bisschen zum Markenzeichen machen will. Ja, ich könnte damit leben. Also unser aktueller Chef von den Nachwuchsjungs, der NLZ-Leiter Thomas Krücken, ist ja schon jemand, der viel Erfahrung hat, der auch von allen Seiten gelobt wird. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es natürlich jemanden gibt, den wir überhaupt nicht auf der Rechnung haben. Ja. Den er halt einfach dann durch seine vielen Stationen, die er auch durchlaufen ist, bei unterschiedlichen Vereinen, dann irgendwie auf dem Schirm hat und uns präsentiert. Ich habe auf jeden Fall ein gutes Gefühl oder gehe nicht mit Bauchschmerzen jetzt in diese Zeit, in der vielleicht nach einem Trainer gesucht wird. Bei Thomas Krücken wirklich, also der genießt so einen guten Ruf, dass ich relativ entspannt bin. Dazu kommt, dass die Mannschaft auch sehr, sehr stark ist. Also wir haben einen guten Kader für die Oberliga. Das heißt, selbst wenn es da
Anlaufschwierigkeiten gäbe, bin ich der Meinung, dass man das immer noch dann ausgleichen kann, weil es ist natürlich jetzt nicht die Idealvoraussetzung für eine Rückrunde, dass du erstmal ohne Trainer sozusagen in diese Vorbereitung gehst. Auf der anderen Seite haben wir auch noch bis Ende Februar Zeit. Ich glaube, am 22. steht das Nachholspiel gegen Nöttingen an. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass man das dann hinbekommt, bis dahin einen Trainer zu präsentieren. Und der darf dann auch nochmal mit der Mannschaft arbeiten. Ja, also Thema Trainer wird uns in den nächsten Tagen, hoffentlich nicht Wochen, beschäftigen. Müssen wir mal gucken, wer es dann letzten Endes wird. Dann möchte ich mal ganz kurz auf den Kader schauen. Da gab es natürlich einige Neuzugänge. Vor allem aus der U19 wurden da die ein oder anderen Spieler, glaube ich, sehnsüchtig erwartet, weil der U19-Jahrgang ja sehr erfolgreich war. Da kommen wir nachher noch zu sprechen. Sebastian Hornung kam zur U21, durfte auch die Vorbereitung mit den Profis absolvieren, ist auch jetzt wieder im Trainingslager, im Wintertrainingslager im Abea mit dabei gewesen, hat für die U21 18 Spiele bestritten, 4-0. Auch ein Thema, das den VfB verfolgt, möchte ich fast schon sagen. Man hat immer mal wieder Schwächen in der Defensive. Das ist dann vielleicht auch die Erklärung, warum Sebastian Hornung nur in Anführungsstrichen 4-0 gespielt hat. Da hat man sich vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft. Es lag aber nicht am Torhüter, kann ich sagen. Also Sebastian Hornung, auch wenn er jetzt nicht der Größte ist, zumindest was die Körpergröße angeht, auf der Linie und also im Tor, zeigt er immer wieder gute Leistungen und ist auf jeden Fall jemand, den wir auf dem Zettel haben sollten, was dann eben dann irgendwann auch mal eine Profimannschaft angeht. Ob das jetzt beim VfB sein wird oder nicht, bleibt dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall jemand, der, glaube ich, nicht komplett vom Radar verschwinden wird in den nächsten Jahren. Dann kam Nick Betzner, auch von der U19 in die U21, hat 22 Pflichtspiele bestritten, 4 Tore geschossen, 10 Vorlagen geliefert. Eigentlich der Antreiber im Mittelfeld, ganz, ganz wichtiger Spieler für diese U21 und auch eine Auszeichnung für so einen jungen Mann, wenn man sich dann gleich so etablieren kann in einer sehr körperbetonten Liga, also das fand ich schon beachtlich. Gleiches gilt für Florian Kleinhansel, der aktuell auch mit der Profimannschaft in Marbella ist, beziehungsweise sie sind heute, glaube ich, zurückgeflogen, also hat sich das auch schon wieder erledigt. 21 Pflichtspiele, 2 Tore, 6 Vorlagen, auch das ist stark. Und dann kennen wir natürlich schon Antonis Aidonis, der ja schon ein Profispiel bestritten hat, der ebenfalls jetzt bei der U21 spielt, auch da brilliert hat, möchte ich sagen, also eine sehr gute Entwicklung nimmt. Luca Mack war jemand, der vielleicht von allen genannten jetzt am nächsten an der ersten Mannschaft dran war, sich dann leider nach 5 Pflichtspielen schon verletzt hat. Aber da hat man auch gesehen, diese Entwicklung, die man ihm vielleicht nicht zugetraut hat, geht in die richtige Richtung, beziehungsweise das ist eine gute Entwicklung, die er da nimmt. Und ich hoffe natürlich, dass er jetzt nach seiner Sprunggelenksverletzung schnell wieder zurückkommt und dann mit Sicherheit auch nochmal über den Weg der U21 Spielpraxis sammeln darf und dann irgendwann auch mal bei den Profis die Möglichkeit bekommt. Ich möchte noch kurz bei den Neuzugängen bleiben. Ich möchte nicht alle jetzt hier vorlesen, die neu zum VfB gekommen sind, aber so die wichtigsten aus meiner Sicht, da wäre zum Beispiel Joel Richter, der von Mönchengladbach 2 kam, 20 Spiele bestritten hat, 8 Tore geschossen, 5 Vorlagen. Also auch das ein wichtiger Spieler für diese U21, ein wichtiger Bestandteil und vor allem auch jemand, ohne den es wahrscheinlich in den letzten Wochen dann nicht ganz so gut gelaufen ist, wie es letzten Endes gelaufen ist. Nikos Sokrafakis ist von Berlin, von der zweiten Mannschaft der Berliner zu uns gekommen. Auch das ein sehr umtriebiger Spieler, gefällt mir richtig gut auf dem Flügel draußen. Den müssen wir auch so ein bisschen im Auge behalten. Oder Tim Walter durfte der das ein oder andere Mal schon bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Ist jetzt kein Spieler, den ich direkt auf dem Zettel hätte für die erste Mannschaft, aber auf jeden Fall ein guter Transfer. Gleiches gilt natürlich für Marcel Söckler, der von der SGV Freiberg verpflichtet wurde. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Tore er geschossen hat letztes Jahr in der Oberliga, aber es waren sehr, sehr viele. Sehr erfolgreicher Spieler dementsprechend gewesen. Leider Gottes etwas Startprobleme gehabt hier beim VfB, immer wieder verletzt gewesen, nie so richtig 100% fit. Aber trotzdem hat er es auf 16 Pflichtspiele gebracht, 11 Tore, 3 Vorlagen. Das lässt sich, glaube ich, sehen. Und da wird auch noch einiges dazukommen. Tja, und dann haben wir noch verschiedene andere Spieler, die ich jetzt einfach mal außen vor lassen möchte, die jetzt mehr oder weniger dafür da sind, dass der Kader dann halt ordentlich gefüllt ist und der ein oder andere hat auch gute Spiele gezeigt. Das möchte ich jetzt hier nicht verschweigen, aber ich glaube, es wird dann doch etwas eintönig, wenn ich jetzt hier jeden Neuzugang erstmal bewerte. Aber insgesamt, was würdet ihr so sagen? Wie waren eure Erwartungen, wenn man so gehört hat, wer alles den Verein verlassen hat? Also ja, es war jetzt nicht so, dass da lauter Hochkaräter im Regionalliga-Kader standen, aber der Umbruch an sich war ja dann doch schon groß. Was waren eure Erwartungen an die U21? Ich frage jetzt einfach mal Jasmin. Puh, schwer zu sagen. Also ich muss generell sagen, die letzten Jahre hatte ich weniger
Zeit, mich mit der U21 zu beschäftigen, weil ich teilweise nicht mehr VfB-Spiele gesehen habe. Ja, also ich bin irgendwie, also generell sage ich mal, die Entwicklung ist eher erschreckend, wo es hingeht. Also ich kann mich noch gut erinnern, wo ich regelmäßig auch die dritte Liga-Spiele gesehen habe hier. Sonst, ja, also ich hatte eigentlich eher, ich sag mal, die Hoffnung, dass die jungen Spieler eben rangeführt werden sollen, was ja auch das Argument war, dass es die zweite Mannschaft noch gibt. Und ehrlich gesagt, die einzelnen Spieler kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich sie nie so weit gesehen hatte. Und da auch zu den vorigen Teilen gefühlt es nicht mehr so auch in der Berichterstattung ist, wie es mal war. Es gibt die, ja, die haben einen eigenen, ich glaube inzwischen auch Instagram-Account, auch Twitter-Account. Ja, aber von ein paar Spielergebnissen, da werden Tore geschossen oder wer hat gespielt, finde ich, muss man sich selber eher ein Bild machen, um das dann wirklich zu beurteilen zu können. Das Gleiche gilt auch, sagen wir mal, von Profispielern oder so, wenn man Team nicht gesehen hat, kann ich jetzt schlecht sagen, Spieler XY muss spielen. Da frage ich mal andersrum, wie wichtig ist es dir denn, dass der VfB eine zweite Mannschaft hat, sprich eine U21, und wie wichtig ist es dir, dass die zum Beispiel dann mindestens viertklassig ist? Wichtig, wenn die Philosophie des kompletten Vereins ist, dass man junge Spieler hochziehen möchte, das vielleicht jetzt nicht direkt in die zweite Liga schafft, obwohl das andere Vereine auch mit ihrer Jugendarbeit schaffen, finde ich es sinnvoll, das Sprungbrett zu nutzen und gerade die Spieler denen dann auch eine Chance zu geben und auch mal, sag ich mal, Fehler machen zu lassen. Jetzt vierte Liga ist, finde ich, eher schwer, dann wirklich den Sprung zu sehen, in der zweiten oder ersten Liga zu spielen. Also von dem her wichtig schon, dass sie höherklassig spielen, um da eben dann auch angeführt werden zu können. Ansonsten bringt das für mich nicht so viel. Und da kommen wir dann sicherlich auch später noch, wie wirklich die Durchlässigkeit auch ist in den Profikader. Auch noch nur Zeiten, wo eine VfB 2 oder U21, wie es jetzt heißt, höherklassig gespielt haben, war der Durchlauf nicht mehr so hoch wie eben zu den bekannten jungen, wilden Zeiten, wo es ja eben diese zwei Hauptgenerationen gab, was inzwischen ja dann auch schon über 10 Jahre fast her ist. Jetzt haben wir die hervorragende Situation, dass ihr eigentlich alle gesagt habt, ja, U21 habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Tom, jetzt frage ich mal dich, wäre das anders, wenn der VfB in der Regionalliga spielen würde oder sogar in der dritten Liga? Ich glaube ehrlich gesagt nein. Also ich teile tatsächlich das, was Jasmin so ein bisschen gesagt hat. Vor ein paar Jahren habe ich es irgendwie noch mehr mitbekommen, aber ich glaube irgendwie gar nicht mehr unbedingt, dass es dran liegt, dass jetzt in der fünften Liga, das glaube ich Oberliga, ne? Ja. Dass sie dort jetzt spielen. Auf der anderen Seite ist es mir aber eigentlich dann doch auch schon wichtig, weil ich diese ganze junge wilde Geschichte doch auch mit der dritten Liga irgendwie verknüpft habe. Und für mich ist das, glaube ich, so ein bisschen dadurch gestorben, weil einfach nicht mehr so viel nachkam, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, ob das stimmt oder ob das nur eine gefühlte Wahrheit ist. Nee, stimmt also schon. Ich mein, das ist schon richtig. Also was, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, wer kam hoch? Das war irgendwie ein Werner, das war ein Baumgartel. Und dann wird's bei mir allein beim Nachdenken schon schwierig, ehrlich gesagt. Ja, kam Özcan mit Abstrichen. Özcan mit Abstrichen, genau. Also ich glaube, dass das irgendwie bei mir so ein bisschen daran liegt, dass halt, also Stuttgart, als ich Fan geworden bin, stand halt für die Jugend. Und das ist irgendwie nicht mehr so. Und deswegen ist mir dann auch nicht mehr so wichtig. Also das ist so ein bisschen Henne und Ei. Ich glaube auch, dass es gerade in Richtung, ich glaube, mit Hoffenheim hat man tatsächlich schon durchaus einen Konkurrenzverein bekommen, die das irgendwie gefühlt besser hinbekommen als wir. Das kriegt man vor allem mit, wenn man sich mal mit Leuten unterhält, die im Fußball unterwegs sind und so aus der Heilbronner Ecke, also eher so nördlich von Stuttgart kommt, da gehen halt einfach ganz furchtbar viele Talente zu Hoffenheim. Und die sind früher alle zum VfB gegangen oder wollten zumindest zum VfB und sind dann genommen worden, wenn sie gut genug waren. Und das haben wir halt so ein bisschen verloren. Und also das ist so meine Welt da bei der Jugend momentan. Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass es also eine bei mir vielleicht auch viele generelle Entwicklung heutzutage im Fußball ist, dass es einfach überall siehst und überdrüssig zu dem Thema bist. Also ich war jemand, der relativ lange oder viel auch gerade VfB 2 und auch Jugendmannschaften verfolgt hatte. Aber mir ist es persönlich teilweise auch eine Zeitsache und eine Frage von Anstoßzeiten. Ich habe keine Ausrede, wieso ich jetzt nicht, wenn es im Stadion spielen hinfahre, da bin ich selbst mit dem Bus irgendwie nicht mal in 10 Minuten dort. Also ich kann da jetzt nicht sagen. Oder auch genauso, wenn die Jugendmannschaften dort spielen. Aber das ist halt, du hast heutzutage einfach überall die Präsenz vom Fußball. Und dass die Frage, ob man sich das noch anschaut, obwohl da dann eher, sag ich mal, wenn ich es mir aussuchen könnte, mir es wahrscheinlich doch eher das noch anschauen würde. Aber ja, ist auch so, früher wusstest du halt, du schaust dir eine U19 an, du gehst zum Mercedes-Benz Junior Cup, du schaust dir die zweite Mannschaft an und weißt davon, siehst du dann in 2 Jahren welche in der Bundesliga. Aber das ist halt heutzutage auch eher selten der Fall und du bekommst die Namen heute auch mal einfacher mit, weil früher musstest du fast dahin gehen und hast sonst nichts mitbekommen. Heute liest du dann halt doch mal über den Kanal oder könntest dir Highlights so anschauen. Das gab es ja, sag ich mal, früher nicht so. Ron, kann es? Ja, oder Dani, gerne? Nur eine Anschlussfrage ganz kurz. Kann es aber auch sein, dass einfach das Interesse, das dann in den früheren Jahren bei der U21 größer war, einfach in Richtung U19 abgewandelt ist? Sehe ich, also jetzt, wenn ich die Frage beantworten darf, sehe ich eigentlich nicht. Also okay. Es mag sein, dass das Interesse natürlich dann größer wird, sobald es dann darum geht, den DFB-Pokal der Junioren zu vergeben oder ein deutsches Meisterschaftsfinale zu bestreiten. Da würde ich dir recht geben, da scheint das Interesse etwas größer zu sein. Und auch der Junior Cup wird natürlich immer hervorragend besucht. Aber ich weiß nicht, wer von euch in der Saison mal bei einem U19-Spiel war, das VfB. Es ist halt wirklich so, wie es Nico Willig sagt, du hörst da halt, wenn du was hörst, dass das Umblättern der verschiedenen Blätter, die Scouts dabei haben und sich Notizen machen. Und du hörst halt ein paar Eltern, die dann ihre Jungs da anfeuern, aber das Interesse ist nicht besonders groß. Da gehen schon noch mehr Leute dann eher zu U21. Trotzdem, okay. Dani, wenn ich jetzt schon gerade mit dir so rüber spreche, fehlen vielleicht so ein Stück weit die Identifikationsfiguren und dann auch die Hoffnungsträger, Stichwort Rainer Adrian, ja, also du wusstest halt früher, wenn Rainer Adrian an der Linie steht, ja, das ist halt ein Stück weit VfB-Geschichte, fast schon eine Legende. Und auf der anderen Seite, Jasmin hat das hervorragend vorhin gesagt, du wusstest auch früher, irgendeiner oder sogar zwei werden es aus dieser Mannschaft in den Profikader schaffen. Heute muss man da schon ein paar Fragezeichen hintermachen. Ich glaube, das hat Jasmin eigentlich schon sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht und dass das dann höchstwahrscheinlich damit zusammenhängt, dass in einer gewissen Form vielleicht die Reputation oder das Ansehen der U21 abhängig vom Erfolg der ersten Mannschaft ist, beziehungsweise die Frage, wie viel Durchlässigkeit du am Ende tatsächlich haben kannst und je geringer die am Ende dann wird. Ich meine, wir werden ja dann auch noch auf Transfers eingehen, die vielleicht dann der U19 geschadet haben oder der Durchlässigkeit geschadet haben, desto mehr nimmt vielleicht am Ende dann auch das Interesse ab. Ja. Ron, was müsste denn passieren, dass du wieder zu U21 gehst? Oder überhaupt zu U21 gehst? Also tatsächlich ist es bei mir schlicht und einfach auch ein Zeitproblem. Also die Anstoßzeiten kriege ich einfach nicht realisiert. Und ich glaube auch, das kam jetzt auch schon so ein bisschen raus in dem, was er gesagt hat, das steht und fällt halt auch viel mit dem Erfolg. Insbesondere, wenn man eine Mannschaft hat, die ja eigentlich dermaßen angeschossen wurde von früheren Verantwortlichen bis hin zu wir melden sie ab oder auch nicht. Da muss, glaube ich, wieder viel Aufbauarbeit geleistet werden und das auf verschiedenen Ebenen. Also der Erfolg der Mannschaft muss da sein, dann muss halt auch die Durchlässigkeit mal wieder bewiesen werden, und zwar nachhaltig bewiesen werden, um da überhaupt mal wieder ein bisschen den Fokus drauf zu lenken. Also ein Spieler, der für die U21 fest, beziehungsweise für die U21 fest eingeplant war, aber sich selber schon als Profispieler verstanden hat, ist Leon Dayaku. Tom, von dem wirst du natürlich auch was gehört haben, hat heute dann auch passend zu unserer Aufnahme dann gleich direkt für die Bayern sein Debüt gegeben in der Bundesliga. Da gibt es jetzt unterschiedliche Meldungen, warum der nicht mehr beim VfB ist. Die eine Seite ist, dass es ja Dayaku so ein Stück weit unterstellt wird, dass er nicht für den VfB 2 in der Oberliga auflaufen wollte.
und sich selber ja dann Hoffnung gemacht hat, ab und zu mal für die zweite Liga, zweite Mannschaft, Quatsch, für die erste Mannschaft in der zweiten Liga zu spielen, so rum ist es richtig. Und natürlich mit der ersten Mannschaft zu trainieren. Und dann gibt's ja auch die Meldung, sage ich mal, von der Yaku-Seite, die gesagt haben, okay, also der VfB hat uns halt angeboten, dass wir das nächste halbe Jahr nicht nur in der Oberliga spielen, sondern auch mit der Oberligamannschaft trainieren. Und da sehen wir uns halt beim VfB dann nicht so gut aufgestellt wie zum Beispiel bei Bayern München. Da können wir mit den Profis trainieren, spielen mit der zweiten Mannschaft der Bayern in der Regionalliga und haben jetzt auch die Möglichkeit bekommen, eben in der Bundesliga zu spielen. Also hat der VfB hier einen Fehler gemacht, dass man ja einfach den eigenen Talenten nicht das Vertrauen gibt, was es vielleicht bräuchte. Denn auf der anderen Seite holst du Spieler, die ähnlich alt sind wie zum Beispiel Tongi Gulibadi, oder du holst jetzt den Herrn Darko Schuldinov, der eigentlich ein ähnlicher Spielertyp ist wie der Yaku. Und gehst da natürlich auch ein Risiko ein, weil er auch nicht so ja das beste Führungszeugnis, möchte ich mal sagen, aus Köln mitbringt. Also wie schätzt du das ein, Tom? Also ich habe das auch nur am Rande mitbekommen, die Dayaku-Geschichte. Wenn das so ist, wie Dayaku das sagt, dann kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich meine, wenn man das als junger Spieler vergleicht und du dann halt mal kurz bei den Bayern bist, dritte Liga spielen kannst, hin und wieder mal bei den Profis trainierst und eben dann auch, wenn es offensichtlich läuft, deine Einsätze bekommst, dann hast du als VfB definitiv ein Problem. Was da jetzt aber dann konkret kommuniziert wurde, da kann ich natürlich nichts zu sagen. Aber ja, das sind natürlich nur Mutmaßungen. Es sind alles Mutmaßungen, ne? Aber das trifft auf der anderen Seite halt auch so ein bisschen in die Historie, dass das so ähnlich wie das ein bisschen bei Kimmich gelaufen ist irgendwie. Mhm. Und das kotzt mich tatsächlich an. Weil, wie gesagt, früher, das war halt okay, beim VfB wusstest du gefühlt als junger Spieler, du bist gut aufgehoben, du kannst irgendwann Bundesliga kicken und man guckt nach dir. Und das ist über die Jahre aus Gründen, die mir nicht so ganz, also ich weiß gar nicht, wie man so blöd sein kann, das so leichtfertig herzugeben, tatsächlich. Also das ist ja, also diese Wahrheit, die ich fühle, das geht ja also mit Sicherheit den Spielern genauso. Und das ist was ich nicht nachvollziehen kann. Also das Thema Kimmich ist eigentlich ein gutes Beispiel. Auch Loris Karius war so ein Spieler, der hoch veranlagt war. Der VfB konnte ihm nicht die Perspektive aufzeigen, die er sich erwünscht hat. Er wechselte dann und wir wissen, ja, immerhin hat er es in Champions-League-Finale gebracht, auch wenn er da nicht so gut gehalten hat. Aber ich sag mal so, selbst wenn er nur in einem Halbfinale gestanden wäre und bis dahin gut gehalten hätte, dann wäre er ja trotzdem noch einer der erfolgreichsten Spieler der letzten Jahre, die so in der VfB-Jugend aktiv waren. Also ja, ich finde es halt auch schwierig, weil wir natürlich jetzt hier zwei Seiten der Medaillen haben. Die eine Seite sagt natürlich, ja Mensch, der Yaku wollte viel zu viel und war nicht bereit, für die zweite Mannschaft zu spielen. Und wenn das zum Beispiel so gewesen wäre, dass der VfB von ihm verlangt hätte, du musst auch mal in der Oberliga aushelfen, darfst natürlich weiter mit den Profis trainieren, aber du musst halt eben Spielpraxis sammeln. Und er sagt dann, nö, das mache ich nicht, dann finde ich auch richtig, dass man sich trennt. Sollte es aber wirklich so sein, dass man sagt, also wir haben für dich keine Verwendung und schicken dich jetzt erstmal für ein halbes Jahr in die Oberliga und auch ja in die zweite Mannschaft zum Trainieren, dann bin ich bei der Yaku, der sagt, nee, dann muss ich diese Chance nutzen und nach München gehen. Wer weiß, wann ich wieder so eine Möglichkeit bekomme. Und man darf ja nicht vergessen, der FC Bayern München geht in eine Saison mit einem richtigen Stürmer, kann man sagen. So, also die Möglichkeit, dass der sich verletzt und dann die, ja, weiß ich nicht, die zweite Wahl dann auch nicht so überzeugt, ist gar nicht so gering. Und ja, ich finde den Move von der Yaku nachvollziehbar, aber er tut unheimlich weh. Weil er war halt so ein großes Talent, ja. Und ich hätte den halt wirklich gerne hier beim VfB dann langfristig gesehen und leider Gottes haben wir den direkt verloren. Du hast auch noch andere Spieler wie Umut Günnes gehabt, der auch ein wichtiger Bestandteil der U19 war. Auch der sah seine Perspektiven nicht so alt oder nicht allzu gut in der Oberliga, ist auch gewechselt, hat inzwischen in der türkischen ersten Liga ein Spiel bestritten, hat eine Vorlage geliefert. Klar, das ist alles noch ausbaufähig, aber für einen 19-Jährigen ist das dann trotzdem auch schon mal etwas, was man vorweisen kann. Ja, also ist jetzt nicht so, dass er überhaupt keine Möglichkeit hatte, sich in der Türkei irgendwie auszuzeichnen. Erik Hottmann ist ebenfalls hat sich ebenfalls für den Abschied entschieden, wurde ausgeliehen nach Groß-Asbach. Da sieht man jetzt, dass er es da nicht ganz so leicht hat. Die ganze Mannschaft ist nicht allzu gut in Fahrt aktuell, kämpft gegen den Abstieg, aber auch hier Erik Hottmann, ganz klar Leistungsträger bei der U19 gewesen.
Auch hier hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man ihm eher die Möglichkeit gibt, sich innerhalb des Vereins weiterzuentwickeln, aber auf der anderen Seite hast du halt einfach den Klotz der Oberliga am Bein, möchte ich mal so sagen. Dann sind wir eigentlich auch schon bei einem ganz wichtigen Thema. Es ist, glaube ich, ganz eminent wichtig für den VfB, dass man aus dieser, wie kann ich es vornehm ausdrücken, Hobbyliga, sage ich jetzt einfach mal, und das ist wirklich der positive Ausdruck, den ich jetzt hier ausgewählt habe, schnell wieder in die Regionalliga aufsteigt. Denn das darf man halt nicht vergessen, das ist halt keine Profiliga, sondern da spielen halt Leute, die unter der Woche ganz normal ihrer Arbeit nachgehen und dann am Wochenende ein bisschen kicken, unter der Woche trainieren. Es gibt natürlich auch Profimannschaften in der Oberliga oder so Teilprofimannschaften, aber ja, sind halt auch viele Hobbykicker einfach dabei. Und das sind halt einfach keine sonderlich guten Aussichten für talentierte U19-Spieler. Für die ist das eher ein Rückschritt. Ja. Und auch für Aushilfen, die von den Profis dann nach unten geschickt wurden, ist es natürlich schwierig, denen das irgendwie schmackhaft zu machen, da auszuhelfen. Also wir hatten Matteo Klimovic, der 8 Pflichtspiele in der zweiten Mannschaft bestritten hat, immerhin 10 Assists liefern konnte. Das zeigt so ungefähr ja einfach den Unterschied zwischen einem Zweitligaspieler, der noch nicht mal Einsatzzeiten bekommt in der zweiten Liga, wenn der in der Oberliga spielen muss. Also das ist schon herausragend gewesen. Roberto Massimo hat sich sehr gut entwickelt in der zweiten Mannschaft, auch wenn er nur 7 Spiele bestritten hat. Aber auch er mit einem Tor, 2 Vorlagen, allgemein guten Leistungen in der zweiten Mannschaft. Torgi Gulibadi hat 7 Spiele bestritten, tat sich ein bisschen schwerer. David Grötzinger war auch zum Beispiel ein Kandidat, der nach der Vorbereitung unter Tim Walter nicht allzu weit weg von dem Profikader war, so möchte ich es mal sagen. Und vielleicht sogar im Kader gestanden wäre gegen Hannover, hätte er sich nicht verletzt. Und ich glaube, er war auch mal gesundheitlich kurz angeschlagen, kam jetzt auch in der U21 nur auf 4 Pflichtspiele. Da kann man nur hoffen, dass er schnell wieder gesund wird. Auch ein talentierter junger Mann, der sich noch weiterentwickeln kann, nicht allzu schlecht ist, aber den hat man auch nicht so richtig auf dem Schirm. Maxima Vuja wurde 3-mal in der Oberliga getestet, durfte sich da auch einfach ein paar Minuten abholen, die er definitiv braucht, um sich weiterzuentwickeln. Das haben wir gesehen in seinen unglücklichen Auftritten in der ersten Mannschaft. Tja, und Luca Mack, den habe ich vorhin schon angesprochen, der hat sich leider verletzt. Ich glaube, für ihn wäre dieses Halbjahr Oberliga richtig gut gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass von Luca Mack, wie gesagt, dann noch was kommen wird in den nächsten Jahren, möchte ich mal sagen, ohne mich da jetzt konkret festlegen zu wollen. Gut, insgesamt, um das noch abschließend mit der U21 hier zu klären, gibt es natürlich auch ein paar Spieler, die ihr so ein bisschen auf dem Schirm haben solltet, wenn ihr zum Beispiel mal zu einem U21-Spiel geht oder euch dafür interessieren möchtet, wenn man das so sagen kann, wenn ein Interesse geweckt wird. Das wäre dann zum Beispiel ein Florian Kleinhansel, den ich vorhin schon erwähnt habe, natürlich Antonis Aidonis, den Torhüter, Sebastian Hornung. Ihr merkt, es sind viele U19-Spieler, aber wir haben auch altgesottene und gute Spieler mit im Kader. Marc Stein wäre da zu nennen, den man sich dann, von dem man sich vielleicht mal was abgucken kann, was Erfahrung und sowas angeht. Marcel Söckler von mir vorhin schon erwähnt, sehr guter Stürmer. David Tomic, unser erfolgreichster Stürmer, oder es ist eigentlich ein Mittelfeldspieler, aber er hat in 15 Spielen 10 Tore erzielt, also das ist richtig stark. Und Nico Sokrafakis habe ich vorhin erwähnt, Roberto Massimo, das sind alles Leute, da muss man natürlich auch nochmal warten, wie es jetzt weitergeht, ob die überhaupt nochmal in der Oberliga spielen werden. Gerade Massimo, Klimovic, die sind für mich fast zu gut für die erste Mannschaft. Und einen möchte ich nicht außen vor lassen, der wird euch auch was sagen, denn er hat immerhin ein Tor geschossen, ein wichtiges Tor, in dem, wie soll man es nennen, in dem verhassten Duell gegen Hoffenheim, und zwar Jan Kliment, ja, der hat auch in der zweiten Mannschaft ausgeholfen, aber ist jetzt leider einen anderen Weg gegangen. Es war fast schon zu vorhersehbar, er ist in die erste tschechische Liga zurückgewechselt, zum ersten FC Slowako heißen die, glaube ich, sind ganz gut unterwegs, 6. oder 7. in ihrer Liga. Und da vielleicht nochmal abschließend die Frage an den Ron. Jan Kliment, ein bisschen schade, dass der VfB jetzt, ihm nicht die Perspektive aufzeigen konnte, hier länger zu bleiben und dass er dann vielleicht sogar, zum Beispiel über die 4. Liga nochmal ranrückt an die Profimannschaft, weil es war ja schon jemand, mit dem auch so ein Stück weit Hoffnung verbunden wurde, als der, ich glaube, 2015 verpflichtet wurde. Ja. Genau, wie du sagst, der kam ja durchaus mit einigen Hoffnungen hier an, ist dann aber irgendwie nicht so richtig angekommen oder in Tritt gekommen. Und war jetzt eben dann zum Schluss auch in der U21 und ich kann es tatsächlich auch nachvollziehen, dass er
dass er dann den Weg für sich gegangen ist, zu einer Mannschaft zu gehen mit neuer Perspektive, also auch ein Verein mit neuer Perspektive, weil ich glaube, er war relativ lange hier und es hat am Ende vielleicht einfach auch nicht sein sollen. Also bevor wir noch 2-3 Fragen zu U21 beantworten, noch ein ganz kleiner Ausblick meinerseits. Ihr könnt euch da gerne dann auch nochmal zu Wort melden, wenn ihr möchtet. Also eins ist ganz klar, der VfB 2 muss aufsteigen und das ist auch ganz wichtig, ja, für die erfolgreichen U19-Spieler, die dann eben nach einer Perspektive suchen beim VfB und ja, die Oberliga bietet kaum eine Perspektive. Das ist keine Alternative für die jungen Spieler. Das ist eher ein Rückschritt. Also man muss froh sein, dass der ein oder andere Vizemeister wirklich jetzt diesen Weg Oberliga mitnimmt und nicht zu einem anderen Verein wechselt. Da gäbe es bestimmt Möglichkeiten für den einen oder anderen. Der VfB hat die Qualität, um aufzusteigen und hat an und für sich auch das beste Team der Liga. Und der einzige Punkt, das habe ich ja vorhin schon aufgemacht, der mir so ein bisschen jetzt Sorge bereitet, ist natürlich die Trainerposition. Das sollte schnell geklärt werden. Und ja, dann sehe ich da eigentlich ganz gute Chancen für den VfB, dass er aufsteigt. Und da muss man natürlich weitersehen, ob man sich dann in der Regionalliga wieder etablieren kann und ja, nicht nochmal in Abstiegsgefahr gerät. Ich denke mal, die dritte Liga ist jetzt nicht das erklärte Ziel für den VfB, für die U21. Aber solide in der vierten Liga zu spielen, das sollte also das Ziel sein des VfB. Gut, dann kommen wir noch zu Fragen zur U21. Der Schipenso hat gefragt, werden Spieler aus der zweiten Mannschaft eine Chance bei den Profis bekommen? Wenn ja, wer ist am nächsten dran? So, jetzt gehe ich mal davon aus, dass ihr da gar nicht so viel zu sagen könnt, wollt, wie auch immer. Wenn jemand was sagen möchte, dann ist jetzt die Möglichkeit da. Okay, dann übernehme ich das ganz kurz. Also, das ist natürlich schwer vorherzusehen, ob jetzt hier Spieler aus der zweiten Mannschaft eine Chance bekommen. Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, wer ist jetzt ein Spieler der zweiten Mannschaft? Also natürlich wird ein Roberto Massimo eine Chance bei den Profis bekommen, aber das ist für mich kein klassischer Spieler der zweiten Mannschaft. Die richtig guten Jungs aus der zweiten Mannschaft, die ich durchaus, denen ich durchaus eine Perspektive zuschreiben würde, ist gerade so jemand wie David Krötzinger, aber der hat das Problem, dass er jetzt lange verletzt ist, war, weiß nicht genau, wie da der Stand ist, aber den sehe ich jetzt einfach nicht im nächsten halben Jahr mit einer Chance. Man muss mal abwarten, ob David Tomic vielleicht mal auf der Bank sitzen darf, auch der durfte schon unter Tim Walter mittrainieren. Aber auch da mache ich ein Fragezeichen dahinter, ob den jetzt wirklich Matarazzo dann direkt auf die Bank setzen würde oder sogar eine Einsatzminute schenken würde. Also, um es kurz zu machen, ich sehe jetzt aktuell keinen Spieler der U21 in naher Zukunft in der ersten Mannschaft auftauchen. Ja, am ehesten vielleicht dann noch so jemand wie Luca Mack oder Antonis Aidonis oder so. Aber selbst da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter. Von daher würde ich sagen, wir sollten uns da wahrscheinlich jetzt nicht allzu große Hoffnungen machen, dass in naher Zukunft, in den nächsten 6 bis 10 Monaten, ein Spieler der U21 beim VfB, bei den Profis auftaucht. Dann hat der ich finde, da kommt es halt auch drauf an, am Ende, sorry, dass ich kurz unterbreche, wie die Spieler momentan einfach spielen, ihre Leistung bringen und auch die Verletzungssituation. Also es gab jetzt ja auch schon mal, dass sie eben die Chancen hatten. Aber ja, wenn jetzt, sage ich mal, kommen wir dann gleich noch dazu, die jetzt eine überragende Rückrunde spielen mit den Spielern, die spielen, gibt es auch keinen Grund, dann da irgendwas zu wechseln, obwohl man dann eine Chance hätte, Junge spielen zu lassen. Das ist halt auch die andere Sache, was wir die letzten Jahre generell hatten. Es ging halt echt immer um alles. Und da jetzt mal einem jungen Spieler eine Chance zu geben, macht man dann vielleicht auch nicht unbedingt, wenn es einfach um alles geht, nicht Abstieg, ja. Ja, die Gefahr, dass man da Spieler verheizt, ist enorm groß. Also, ja, ich sehe es auch so wie du. Das ist natürlich schöner, wenn du irgendwie 3-0 führst und gibst dann einem jungen Profi die Möglichkeit, ja, zum ersten Mal für den VfB aufzulaufen. Ja, also, jetzt jemanden reinzuwerfen und zu hoffen, dass der jetzt durch die Decke geht, das finde ich schon sehr, sehr mutig. Fand ich auch grenzwertig von Weinzierl damals, als er Aidonis als Rechtsverteidiger gebracht hat. Es hat funktioniert, muss man ehrlicherweise sagen. Aber da kannst du auch ja mal so richtig in die Kacke lang, auf Deutsch gesagt, und einen Spieler halt einfach verbrennen. Also man muss da vorsichtig sein. Das ist halt genau das Problem, was der VfB aktuell hat. Es fehlt so dieser logische Zwischenschritt zwischen U19 und eben Profimannschaft. Und da wäre natürlich die vierte Liga, zumindest jetzt mal von der Liga her, ja, besser als die Oberliga. Ja.
Frank Lieberts Frage haben wir schon beantwortet, deswegen lasse ich die außen vor. Da ging es darum, ob es schon Trainerkandidaten gibt für den vakanten Trainerposten bei der U21. Und der Kaliber 1893, der bei STR ja auch schon als Gast mit dabei war, fragt, was, und zwar mit VAZ geschrieben, sprich so wie Paco, muss geschehen, damit die zweite Mannschaft wieder aufsteigt? Ja, was muss da geschehen? Ist relativ leicht. Man muss konstant spielen. Und ich denke mal, diese Härte dieser Liga, annehmen ist blöd, aber damit klarkommen, so würde ich sagen. Also das wird der Schlüssel sein, wenn es dem VfB gelingt, da etwas cleverer zu agieren und eben Erfahrung oder die Erfahrung, die man gesammelt hat aus der Hinrunde, jetzt gewinnbringend einzusetzen, dann bin ich einfach ja komplett davon überzeugt, dass die zweite Mannschaft aufsteigen wird und dann wird es wirklich erst interessant. Aber der Aufstieg sollte gelingen. Ja, dann gucken wir auf die U19. Die muss sich Gott sei Dank mit irgendwelchen Abstiegs- und Aufstiegsproblemen gar nicht so rumschlagen, sondern die sind relativ gut im Sattel. Die U19 verliert trotzdem nach der sehr erfolgreichen Saison mit Pokalsieg und Vizemeisterschaft wichtige Spieler, wie zum Beispiel den vorhin schon erwähnten Kapitän, damals Kapitän der U19, Luca Mack, Antonis Aidonis, Leon Dayaku, Umut Günnes, Florian Kleinhansel, Nick Betzner ist abgewandert zu den U21-Mannschaft, Erik Hottmann, die haben wir, wie gesagt, alles schon erwähnt. Trotzdem gelingt es Nico Willig und Daniel Teufel immer wieder die Mannschaft ja einfach zu formen, und zwar so, dass sie um Titel mitspielt. So, da kann man vielleicht gleich mal die Runde hier befragen, weil Nico Willig ist natürlich jedem hier ein Thema oder ein Begriff. Welchen Anteil schreibt ihr denn Nico Willig und Daniel Teufel an dem Erfolg der U19 zu, Tom? Ich verfolge die U19 ehrlich gesagt nicht so sehr. Ich kriege immer wieder nur was mit. Dann frage ich anders. Du hast ja Nico Willig als Trainer der ersten Mannschaft erlebt. Und er hat ja schon seine besondere Art so. Also das ist jetzt, würde ich jetzt mal behaupten, kein klassischer Profitrainer. Man merkt ihm schon an, dass er vielleicht eher aus dem Jugendbereich kommt. Und im Endeffekt kann ich die Antwort fast schon selber geben, aber ich will sie eigentlich von dir hören. Wie wichtig ist Nico Willig für den VfB in der aktuellen Situation, eben um wieder dahin zu kommen, jung und wild und erfolgreiche Jugend? Ich glaube, dass er unersetzlich ist, ehrlich gesagt. Und zwar, weil er, das wollte ich vorher so ein bisschen andeuten, damit ich glaube, dass er eben falsch aufgehoben ist bei den Profis, aber dass er unheimlich gut da drin ist, gerade junge Spieler zu motivieren und zu einem Team zu führen. Und ich glaube, dass es so funktioniert. Also wenn man ihn mal so an der Außenlinie erlebt, zum Beispiel auch beim Junior Cup da in Sindelfingen, der geht halt voll mit. Du merkst einfach, der Typ ist dabei, der hat Bock. Das ist so, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Der will dann, wenn der am Spielfeldrand steht, gibt's, glaube ich, keinen zweiten besseren Ort auf der Welt. Und so jemand brauchst du einfach. Und das kommt bei den Profis, glaube ich, dann gar nicht mehr unbedingt so durch, wenn jemand so ist, sondern da musst du, glaube ich, eher kaltblütiger sein, sage ich mal, ein bisschen, weiß nicht genau, wie ich es formulieren soll. Aber ich glaube, der ist bei der U19 mit seiner Emotionalität ganz gut aufgehoben und ich glaube, dass er die ganz gut motivieren kann. Wie man da nicht vergessen sollte, ist sein Co-Trainer, der zwischenzeitlich auch die Mannschaft komplett als Cheftrainer übernommen hat, als Nico Willig eben bei der ersten Mannschaft als Cheftrainer ausgeholfen hat, ist natürlich Daniel Teufel, ganz wichtiger Mann, glaube ich, auch für Nico Willig und natürlich auch für die Mannschaft an sich. Der kommt mir immer in der Berichterstattung ein Stück weit zu kurz. Dani, an dich die Frage vielleicht noch ganz kurz. Vielleicht hast du das Interview mit Nico Willig im Rasenfunk gehört, das es jetzt vor ein paar Tagen gab. Hast du das Gefühl, dass sich Nico Willig auf Dauer als Jugendtrainer versteht oder merkst du schon, dass er eigentlich Ambitionen hat, dann schon in den Profibereich vorzustoßen? Puh, also die Vertragsverlängerung würde jetzt erstmal darauf hinweisen, dass er sich jetzt erstmal für die nächsten, ich glaube, 4 Jahre, so lange ist jetzt 2024, 2019 verlängert, aber bis 2024 läuft der Vertrag. Also 4,5 Jahre. Die 4,5 Jahre Vertragsverlängerung würden darauf hinweisen. Ich fand nur im Rasenfunk den Abschnitt ganz spannend, als er noch sinngemäß sagte, aber man weiß ja auch nie, was kommt. Und das ist jetzt erstmal der Plan und dann wird man weitersehen. Ich glaube, dass es bald schon Anfragen in seine Richtung geben wird und dann wird es höchstwahrscheinlich davon abhängig sein, was dir der Verein ihm bieten kann und welche Rolle dort er dort einnehmen soll und ob es sich für ihn richtig anfühlt.
Ich fand halt, also die Aussagen im Rasenfunk halt diesbezüglich so, ja, Vertragsverlängerung, aber man weiß auch nie, was passiert. Also, oder? Ja, gehe ich absolut mit. Ich sehe die Vertragsverlängerung auch so ein Stück weit als Anerkennung seitens des Vereins. Zum einen natürlich vielleicht auch als Dankeschön für die Aushilfe, die er da geleistet hat, als Markus Weinzierl dann ja endgültig entlassen wurde. Vielleicht zu spät, aber das ist ein anderes Thema. Also das zum einen, und zum anderen möchte man ihn natürlich auch binden und behalten beim VfB. Aber ich sehe es genauso wie du, wenn ein Profiverein kommen würde, ja, und sagen würde, hey Nico, willst du nicht Mannschaft XY übernehmen? Ich weiß jetzt nicht genau, ob es dann schon direkt eine Zweitligamannschaft oder sogar eine Erstligamannschaft sein müsste oder ob es nicht schon eine Drittligamannschaft schaffen könnte, Nico Willig hier loszueisen, aber ich sehe schon, oder ich habe auch schon rausgehört, dass er dann doch Ambitionen hat, mehr zu werden als ein klassischer U19-Trainer. So, das ist natürlich schwierig für den VfB, wie du jetzt mit ihm planen solltest. Also vielleicht wäre er eine mögliche Option dann mal irgendwann bei der U21, wenn die ein bisschen höher spielen würden. Tja, weil für den Profibereich, da haben wir ja jetzt erstmal langfristig einen Trainer gefunden, gehe ich mal von aus, oder Ron? Definiere also, langfristig, ja. Andere Frage. Eintagspflege sind 6 Monate schon lang. Ja? Wie gehst du jetzt damit um, dass also an Nico Willigs Stelle, wie gehst du jetzt damit um, dass man praktisch einen Jugendtrainer geholt hat, der eigentlich ein ähnliches Profil vorzuweisen hat wie du selbst, ja? Aber man sagt, nee, wir nehmen den Jungen aus Hoffenheim. Sorry, ich sage immer heute Junge, ich meine natürlich den Mann aus Hoffenheim und setzt den dahin, aber sie sind ja schon vergleichbar. Ja, Nico Willig vielleicht noch ein Ticken erfolgreicher in seiner Jugendarbeit, aber ansonsten würde ich sagen, sind die sich schon sehr ähnlich. Und trotzdem hat man sich dann hier für eine externe Lösung entschieden. Wie würdest du das aufnehmen, wenn du Nico Willig wärst? Also ich könnte mir natürlich zum einen selbst sagen, hey, die sehen, wie erfolgreich ich bin, welche gute Arbeit ich mache auf der Stelle, wo ich gerade bin. Das zeigt sich ja auch dadurch, dass eben die U19 trotz der ganzen Abgänge weiterhin sehr stabil ist. Also da muss ja einfach vieles richtig laufen. Und die wollen diesen Erfolg in der Jugend, der extrem wichtig ist, wo immer wieder gesagt wird, das muss wieder zur DNA des VfB gehören und so weiter. Die wollen die nicht gefährden, sondern sehen mich da. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich jetzt Blut geleckt habe und wenn es nur für ein paar Spiele war, mal Profitrainer zu sein, die ganze Atmosphäre mitzuerleben, das Ganze drumherum, die Arbeit mit den Profis, ist es klar, dass der Weg da irgendwann hinführen wird. Also, dass er sagt, nee, Jugendtrainer bin ich gerne und werde ich auch die nächsten 20 Jahre noch bleiben, kann ich mir nicht vorstellen. Also, dass er gerne Jugendtrainer ist, glaube ich schon, weil ihm, glaube ich, auch viel an der Arbeit mit den jungen Männern da liegt. Aber er hat eben jetzt schon auch die große, weite Welt gesehen. Ja, ob es die schöne, weite Welt war, das sei mal dahingestellt. Das sei dahingestellt, die große, ja, weite Welt hat er definitiv gesehen. Ich möchte natürlich auch hier das Segment so ein Stück weit nutzen, um euch so ein paar Spieler zu empfehlen, die man vielleicht beobachten sollte, wenn man zu einem U19-Spiel geht oder sich grundsätzlich für die U19 interessieren möchte. Und da sind mir besonders aufgefallen der Neuzugang Benedikt Tollerbach, der vom FC Bayern 2 kam und in 13 Spielen 7-mal traf. Natürlich, ja, wie kann ich ihn vergessen? Lilian Egloff, die große Hoffnung hier innerhalb des Vereins. Erst 17 Jahre alt, in 11 Spielen für die U19, 6 Tore erzielt, 6 Vorlagen. Daniel Didavi schrieb neulich auf Instagram die alte und die neue Nummer 10. Also er meinte sich mit der alten Nummer 10, hoffe ich jedenfalls. man weiß es ja immer nicht. Ja, also das ist ein Riesentalent, gar keine Frage. Der bringt eigentlich alles mit, was du brauchst, um dann wirklich mal irgendwann durchzustarten. Aber der Hype, der so in den letzten Wochen entstanden ist, der kann natürlich auch ganz schnell nach hinten losgehen, weil da kann natürlich ein Druck entstehen, der dann nur schwer zu kontrollieren ist. Ich habe mir so überlegt, stell dir vor, der Egloff wird wirklich eingewechselt gegen Karlsruhe beim Stand von 2-0 oder so. Also das 3-0-4, glaube ich, in der 90. oder 91. Minute, also in der Nachspielzeit. Und es wäre ja durchaus möglich gewesen, hätte Marc-Oliver Kempf nicht diesen Fehler gemacht und eine rote Karte kassiert, dass dann eben statt Ned Phillips plötzlich Egloff die Möglichkeit bekommt, beim 2-0 sein Debüt zu feiern. Und dann verballert er eine 100%ige und am Ende geht das Spiel noch 2-2 aus. Also sowas ist ja halt einfach möglich. Und das ist natürlich immer die Gefahr bei einem 17-Jährigen. Deswegen bin ich da der Fan,
davon, ja, so einen Spieler sehr behutsam aufzubauen. Dann sind wir wieder beim Thema U21. Für Egloff ist natürlich die U21 aktuell überhaupt keine Option. Also du kannst so einen Spieler nicht in die Oberliga schicken, der gefühlt, ja, nah dran ist an der zweiten Liga. Ja, also das ist halt einfach das Problem, das uns hier beim VfB aktuell verfolgt. Selbst die Regionalliga, ja, kann man schon ein Fragezeichen hinter machen, aber Lilian Egloff ist auf jeden Fall ein Spieler, den man auf dem Zettel haben sollte. Das darf man nicht vergessen. Genauso wie den aktuellen Kapitän Per Lockel, der auch nur auf 10 Spiele kam bislang. Es liegt aber auch daran, dass er hier und da Verletzungen hatte. Trotzdem noch 4 Tore, eine Vorlage. Echt ein Stratege, ganz wichtiger Spieler für die U19. Also hat auch großen Erfolg gehabt an den Erfolgen in der letzten Saison. Und das ist auch jemand, den ich für mich persönlich jetzt auf dem Zettel habe, den man im Auge behalten sollte. Und jetzt haben wir natürlich wieder nur von Offensivkräften gesprochen, wie das immer so ist. Aber ja, ich möchte den Fokus etwas erweitern und möchte auch ein paar Defensivspieler erwähnen. Alexander Kopf, Manuel Reuter, das sind so 2 Spieler, die mir sehr, sehr gut gefallen haben in den letzten Monaten. Und dann gibt's ein paar Innenverteidiger mit Jakov Suva und auch Hamza Setinkaya, die einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen haben. Gerade Setinkaya ist wirklich ein Spieler, der schon sehr weit ist, vor allem körperlich. Bin mal gespannt, ob es ihm zum Beispiel leichter fallen würde, dann bei der U21 unter Umständen in der Regionalliga auch Fuß zu fassen. Also ich sehe ihn jetzt nicht so nah dran an der Profimannschaft wie in Egloff zum Beispiel, aber ja, trotzdem ein Spieler mit sehr, sehr viel Potenzial. Admir Krasniqi ist auch noch zu nennen, auch ein guter Spieler, der auch überzeugt hat. David Hummel hat in den letzten Monaten auf sich aufmerksam gemacht. Er kam ein bisschen schwer in die Saison rein, steigerte sich dann aber wirklich deutlich. Und in den letzten Spielen, ja, nach so einem holprigen Start, war Hummel eigentlich ein Spieler, der nicht mehr wegzudenken war aus der U19. Insgesamt zwar nur 3 Tore und 3 Vorlagen aus 14 Spielen, das klingt jetzt nicht so überragend, aber wie gesagt, die letzten Spiele, die Tendenz nach oben, war deutlich erkennbar. Ja. Und allgemein, muss ich sagen, hat die U19 sich wirklich gesteigert. Trotz dessen, dass man eigentlich ganz gut in die Saison gestartet ist, bis zum 6. Spieltag ungeschlagen, dann hat aber richtig auf die Fresse bekommen gegen die Bayern mit 4-1 verloren zu Hause. Aber danach hat man eigentlich ja in die Spur gefunden, richtig gute Spiele gezeigt, bis ins Halbfinale des DFB Juniorenpokals gekommen. Da wird es jetzt dann am 21.03. zu Hause gegen Mainz darum gehen, erneut ins Finale einzuziehen. Und in der Tabelle steht man aktuell auf Platz 1 mit einem Punkt Vorsprung vor den Bayern, 2 Punkte Vorsprung vor Mainz und sogar 3 Punkte Vorsprung vor Hoffenheim. Also man sieht jetzt auch wieder, die jungen Talente um Willig und Teufel haben 2020 die gleiche Möglichkeit wie letztes Jahr, nämlich 2 Titel an den Neckar zu holen und damit erster Doublesieger der deutschen U19-Fußballgeschichte zu werden. Und das wäre natürlich dann schon ein ziemlich geiler Erfolg, muss man sagen. Überhaupt, die letzten Jahre sind schon sehr, sehr bemerkenswert hier beim VfB. Aber das wäre natürlich noch die Krönung. Und ich würde es Nico Willig und Daniel Teufel wirklich gönnen, einfach diese Geschichte zu schreiben. So muss man es letzten Endes sagen. Ich drücke da ganz definitiv fest die Daumen. Abschließend noch ganz kurz Junior Cup. Tom, du hast gesagt, du hast dir das im Fernsehen angeguckt. Wollen wir nur ganz kurz streifen? Weil natürlich so ein Hallenturnier, ja, vielleicht hier und da schon Talent aufblitzen lässt, aber mit Sicherheit jetzt kein Gradmesser ist dafür, ob jetzt ein Spieler dann irgendwann mal ein ganz großer Superstar wird oder dergleichen. Das wird ja von Sport1 offen oder mehrfach so dargestellt, als ob das genau das wäre. Ja, also die Spieler, die hier gut spielen, werden auch irgendwann dann für 100 Millionen, weiß ich nicht, nach Barcelona transferiert. Ich glaube, ganz so leicht ist es nicht. Trotzdem muss man sagen, neben Turniersieger Rapid Wien waren vor allem unsere Stuttgarter die Mannschaft, die Fans und Fachleute überzeugen konnten. Würdest du, denke ich, mal so unterschreiben, oder? Hätte ich es auch so unterschrieben. Ich fand, gegen Leipzig sind wir auch relativ unglücklich ausgeschieden. Das war ja auch im, was ist denn das da, 9-Meter-Schießen? Mhm. Ja, also ich habe da gute Spiele gesehen, aber ja, wie gesagt, das ist natürlich, in der Halle, ja, geht halt mal schnell, dass man dann eine Kiste fängt oder so. Also wirklich repräsentativ finde ich das nicht. Aber ich glaube, ganz gutes Marketing, sagen wir mal so. Weil aufgefallen ist natürlich David Hummel, der, glaube ich, 7 Kisten gemacht hat, wenn ich es jetzt noch richtig weiß. Mhm. Sonst Egloff tatsächlich, weil der halt durchaus durch von den Medien hochgejazzt wurde und man da dann natürlich so ein bisschen einen Blick drauf hatte. Ich fand's ein cooles Turnier. Aber wie groß man da jetzt dann drauf schließen kann, wer da jetzt in, weiß ich nicht, 2-3 Jahren in der ersten Mannschaft spielt, ja, das sei mal dahingestellt. Ja, ist auf jeden Fall schwierig, aber die Namen, die du hier genannt hast, die hätte ich jetzt genauso erwähnt. Hummel, Egloff, Per Lockel, auch wieder richtig stark, auch schon letztes Jahr.
Jockel habe ich noch vergessen, genau richtig. Und auch Sebastian Hornung im Tor mit wirklich grandiosen Paraden. Und das muss man vielleicht auch nochmal ganz kurz erwähnen. Der VfB hat in 7 Spielen zwar 3 Gegentore gefangen, aber die alle im ersten Spiel gegen Gladbach und danach keins mehr kassiert. Also dann 6-mal zu 0. Leider Gottes gegen destruktive Leipziger. Und da drücke ich mich jetzt für meine Verhältnisse dann doch wohlwollend aus. Im Elfmeter, im 9-Meter-Schießen gescheitert. Sehr ärgerlich, weil der VfB war eigentlich überlegen, hat die Chancen nicht genutzt, die man hatte. Aber eigentlich wäre das würdige Finale für dieses Turnier VfB gegen Rapid gewesen. Das waren die zwei besten Mannschaften und das wäre mit Sicherheit auch nochmal ein richtiges Hallenfest geworden, wenn man das so sagen kann. Okay. Ja, gegen Wien ist Leipzig auch ziemlich untergegangen. Ich glaube, die wussten auch nicht so ganz genau, wie sie das Spiel gegen uns gewonnen haben, aber... Ja, du musst gegen Leipzig ein Tor erzielen. So ist es halt, manchmal. Ja, genau. Also du musst halt die Kiste machen, hatten ja auch einige Chancen, das Ding nicht reinbekommen und dann hat mich ein bisschen zurückerinnert gefühlt an diverse Zweitliga-Nächte. Ja, das war, stimmt, ein bisschen ein Abbild davon, was wir in diversen Spielen in der Hinrunde so sehen mussten. Ja. Gut, ein paar Fragen haben wir auch bekommen, die will ich auch noch ganz kurz hier mit reinholen. Und dann gibt's eine kleine Nachspielzeit im wahrsten Sinne des Wortes, denn Dani und Ron werden uns von ihren Eindrücken von der NLZ-Führung berichten. Da bin ich schon gespannt drauf. Aber wie gesagt, ganz kurz noch zu den Fragen, die eingereicht wurden. Und zwar, trotz zahlreicher Abgänge schließt die U19 an die erfolgreiche letzte Saison an. Wie wichtig sind Nico Willig und Daniel Teufel für diesen Erfolg? Ja, ich denke mal, haben wir eigentlich schon beantwortet soweit. Ohne die beiden würde es wahrscheinlich nicht ganz so gut aussehen beim VfB. Umso wichtiger ist, dass man beide halten kann. Übrigens, das noch am Rande, David Hummels Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Also der Turnier-Torschützenkönig von Sindelfingen kann ablösefrei wechseln. Ich hoffe, dass der VfB da in den nächsten Wochen einen neuen Vertrag irgendwie zustande bekommt mit David Hummel. Gut, die zweite Frage wäre gewesen, Nico Willig hat erst vor kurzem seinen Vertrag bis 2024 verlängert. Wie plant man mit ihm? Welchen Weg wird er beim VfB gehen? So, Jasmin, du bist Expertin für den Verein VfB Stuttgart, vielleicht nicht für Nico Willig, aber ich wäre jetzt mal auf dein Horrorszenario oder mich würde mal dein Horrorszenario interessieren, wie das hier mit Nico Willig weitergeht. Was denkst du, wie es läuft? Weil ich in der Jugend Profi- oder dann als Profitrainer? Also, du weißt auch, was ich hinaus will. was soll man dazu sagen? Also den Eindruck, den ich jetzt auch gerade im Interview beim Rasenfunk, jetzt wo er zum zweiten Mal zu Gast war im Kurzpass gehört habe, klingt gut strukturiert und generell so die Eindrücke mal zu hören. Also da ich jetzt halt so Interviews mal selten mit jungen Trainern höre, weiß ich jetzt nicht, ob das sich mit jedem so anhören würde. Aber generell einfach die Entwicklung, die Gedanken, die man sich macht, habe ich ein gutes Gefühl. Und um vermutlich auf deine Anspielung zu kommen, ich hoffe, die Profis sind so erfolgreich, dass er sich auf eine super Rückrunde mit seiner Jugendmannschaft konzentrieren kann. Ja, ich glaube, das Schlimmste, was ihm passieren kann, dass er in den nächsten 10 Monaten oder 10 Monaten, 12 Monaten den VfB übernehmen muss, also die erste Mannschaft, weil das würde bedeuten, dass mal wieder ein Trainer gescheitert ist, mindestens einer. Und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll wäre, jetzt einen erfolgreichen Jugendtrainer direkt als Cheftrainer zu verbrennen. Aber vielleicht wäre es ja genau der Richtige. Wer weiß das schon? Ganz kurz. Wann wäre denn der richtige Zeitpunkt, ihn als Trainer für die Profis zu machen? Ja. Das weiß ich erst danach. Es kann sein, dass wir den jetzt verpasst haben. Also, was ich jetzt mal sagen möchte, ist, dass ich es, glaube ich, jetzt im Nachhinein begrüßt hätte, wenn man damals mit Nico Willig weitergemacht hätte. Weil du hast im Endeffekt ja ein ähnliches Anforderungsprofil bedient, ja, mit Tim Walter, der natürlich charakterlich ein anderer Typ ist und auch mehr Erfahrung hatte als Profitrainer. Aber was man immer so gehört hat, ist, man möchte einen Trainer, der die Entwicklung vorantreibt, der ja gut mit jungen Spielern zusammenarbeiten kann und der im Endeffekt genau hinter dem steht, was der VfB hier so vorgibt. Und eigentlich ist ja Nico Willig jetzt nicht ganz verkehrt. Ist natürlich schwierig einzuschätzen, weil ich weiß natürlich nicht genau, ob er sich dann auch diesen Schuh jetzt anziehen wollen würde. Kann ja auch sein, dass er sagt, du, lass mal gut sein, ich arbeite hier lieber noch 1-2 Jahre mit der U19 zusammen und dann guck mal weiter. Ist halt schwer einzuschätzen von außerhalb. Also ich glaube, dass Nico Willig tatsächlich momentan als U19-Trainer einfach zu wichtig ist für den VfB, als dass man ihn jetzt hochziehen würde. Aber dass er das irgendwann, also ich denke, es wäre auch zu früh, weiß ich gar nicht. Aber das ist so ein bisschen wie bei jungen Spielern.
Und ja, also wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt, einen jungen Trainer oder jungen Spieler hochzuziehen? Irgendwann mal muss man es halt ausprobieren. Und vielleicht ist in ein, zwei, ja, hoffentlich in zwei Jahren oder so, ja, dann doch mal der richtige Zeitpunkt, sowas zu machen. Aber ich habe immer den Eindruck, dass wir da viel zu kurzfristig unterwegs sind, was natürlich dann, ja klar, du musst aufsteigen, du hast gewisse Zwänge, aber ja, wann ist der richtige Zeitpunkt? Das ist eigentlich schon, auf was wartet man? Mhm. Das ist durchaus manchmal so die richtige Frage, wo ich dann eigentlich auch gern hätte, dass unsere Verantwortlichen vielleicht mal ein bisschen mutig sind. Tja, das wäre schön. Weil da müssen wir wieder hin, weil das bringt ja nichts, wenn du quasi wieder zurzeit ist irgendwie gefühlt, du hast ein Jahr und das ist auf Repeat, weil es dann immer wieder von vorne losgeht. Das ist so ein bisschen wie und täglich grüßt das Murmeltier, aber halt nicht täglich, sondern jedes Jahr im Herbst. Einmal im Jahr mindestens. Das ist einmal im Jahr halt, ja. Und ja, es ist, die Gefahr ist halt groß, dass du dann einen wichtigen Trainer eben für den Jugendbereich verlierst. Von daher kann man sagen, alles richtig gemacht, bleib bei der U19, die spielen wahrscheinlich eine erfolgreiche Saison, lass dir Zeit mit deinem Weg nach oben. Auf der anderen Seite, ja, was du gesagt hast, was Ron gesagt hast, würde ich auch unterschreiben, wann ist der richtige Zeitpunkt? Du hast einen Mann, der eigentlich genau ins Anforderungsprofil passt, der mit der Abstiegsmannschaft nicht ein Spiel verloren hat, muss man ja auch mal erwähnen. Gegen Berlin hat er natürlich verloren. Ja, also hat er nur ein Spiel verloren. Aber wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Trainer nach obwohl Taifun Korkut war auch ganz erfolgreich. Okay, das lassen wir einfach jetzt mal. Noch eins dazu. Das Problem ist, wenn du ihn nicht jetzt vielleicht, oder wenn du ihm die Perspektive nicht bietest, keine Ahnung, wenn er das will, irgendwann mal hier dann Profitrainer zu sein, dann verlierst du ihn sowieso. Ja. Also wenn der jetzt in zwei Jahren halt nicht die Perspektive sieht, okay, hier geht's für mich weiter, irgendwann Richtung Profis, ja, dann wird er halt von irgendeinem anderen Verein weggekauft und dann hast du ihn so oder so verloren. Also das ist so ein bisschen, ja, Dayaku Kimmich, das ist alles so eine Ecke für mich. Also irgendwann musst du halt wieder dahin, dass du Leuten Perspektiven bilden kannst oder geben kannst. Und das ist sowohl bei Trainern so, als auch bei jungen Spielern. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir noch ganz kurz, wie es so im NLZ, im Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart zugeht. Dani und Ron, ihr beide hattet ja die Ehre, muss man ja fast schon sagen, an einer Führung teilzunehmen. Was gibt's denn da Interessantes zu berichten? Ich fange mal an mit dir, Dani. Ja, Ehre ist erstmal ein passender Begriff. Also es war erstmal ein sehr, sehr interessanter Nachmittag, weil wir auf Mitarbeiter gestoßen sind, die gegenüber unseren ersten Fragen, ach, was macht ihr hier und wer seid ihr denn, sehr, sehr offen gegenüber waren. Begonnen hat die Führung mit einem Blick in die Katakomben, beziehungsweise eigentlich mit dem Blick in die Kabinen der U-Mannschaften. Es wirkt alles sehr, sehr betongrau, wenn man das so richtig sagen kann, Ron, oder? Richtig, genau. Mit roten Akzenten. Aus Beton. Ganz interessant ist, dass die Kabinen, je nachdem, welche U-Mannschaft man am Ende hat, entweder größer oder kleiner sind. Und ansonsten ist das vor allem erstmal dort alles sehr, sehr vollgepackt. Das heißt, viel Freiraum hat man gefühlt nicht. Es ist alles mehr oder weniger schon sehr, sage ich mal, klug aufgebaut, aber der Platz ist halt echt eng. So, schön zu sehen war, dass man sehr, sehr transparent gearbeitet hat und zwar das rein räumlich gesehen. Das heißt, man hat mit sehr, sehr vielen Fenstern gearbeitet oder sehr viele Fenster sind eingebaut, wo man dann quasi immer frei durchschauen kann und das natürlich verbunden mit dem Blick dann auf den Trainingsplatz. Und ansonsten wurden an unterschiedlichen Stellen immer wieder die Leitbilder aufgehängt, um sich selber zu erinnern, nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Mitarbeiter. Und ja, das wären jetzt erstmal die ersten Eindrücke, die ich im Kopf hatte. Also alles in allem sehr, sehr interessant und durchaus modern eingerichtet, aber auch sehr, sehr eng. Und kann man sich wohlfühlen im NLZ des VfB Stuttgart oder findest du es dann doch fast zu beklemmend?
Nee, also beklemmend ist es tatsächlich gar nicht, weil es, wie Dani gerade gesagt hat, alles sehr offen ist. Viel Glas auch innen drin, keine geschlossenen Büros, sondern wenn da nur so ein bisschen mit Milchglasfolie abgeklebte Glaswände. Du hast einen tollen Blick, egal aufs Stadion oder auf die Plätze ist rundherum, weil so groß ist das Gebäude ja auch nicht. Und es ist sehr, sehr offen gebaut. Also beklemmend ist es tatsächlich nicht. Man merkt aber, dass es eigentlich schon wieder zu klein ist. Also es ist zu voll, zu viele Spieler. Es ist zu voll, auch in den Büros. Oben, ich meine, die Katakomben unten, die Kabinen pro Mannschaft, das passt schon. Ich denke mal, wenn mal viel Physio gemacht werden muss, dann wird es da auch schon etwas enger oben drin. Aber insbesondere in den Büros, also wo die ganzen, die Psychologen, die Datenanalysten, die Verwaltungsmitarbeiter und so weiter sitzen, da ist es schon wirklich eng mittlerweile und von daher auch sehr, sehr nachvollziehbar, was auch Hitzlsperger gesagt hat, dass man da auf jeden Fall dran arbeiten muss, den Campus da zu erweitern. Also ihr werdet sehr wahrscheinlich nicht mit Spielern gesprochen haben, gehe ich jetzt mal davon aus. Aber vielleicht gab es eine Rückmeldung vom Führungsleiter. Wie nehmen die Spieler das an? Also was ist die Rückmeldung der Spieler? Wie wohl fühlen sie sich? Wie integriert im Verein fühlen sie sich? Und wie sehen sie selber die Perspektiven für sich? Gab es da irgendwelche Äußerungen? Also nicht so direkt in die Richtung. Es gab aber die eine Geschichte unter Weinzierl, dass da zum Beispiel Jugend aus ihren Physioräumen vertrieben wurde, weil da die Profis dann reingerückt sind. Weil es da oben halt deutlich besser von den Räumlichkeiten ist, als es jetzt in den Containern ist, wo es gerade stattfindet. Moment, eigentlich da muss also ich kurz einhaken. Das heißt, die Profis werden physiotherapeutisch in einem Container betreut aktuell? Genau, also ja. Es stehen auf dem Gelände der Geschäftsstelle ja einige Container, genau. Wo sowohl Büros drin sind, als aber auch ein Komplex, wo hier Kraftraum und sowas drin ist für die Profis tatsächlich. Mhm. Den konnten wir auch sehen aus der Perspektive, wo wir dann im NLZ waren. Da war gerade Philipp Clement zum Beispiel zugange und hat da trainiert. Und das ist natürlich nicht zu vergleichen mit im obersten Stockwerk von diesem neuen NLZ-Gebäude, wo da die ganzen ärztlichen Einrichtungen und Physio-Einrichtungen sind. Saunen sind da oben drin. Also das ist schon gut ausgestattet. Und das wollte damals Weinzierl eben für sich nutzen, hat da die Profis einquartiert und alle anderen rausgeschmissen. Also natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich das ein Stück weit nachvollziehen. Ich finde es halt fast absurd, dass die erste Mannschaft mehr oder weniger im Container mit so alten Life-is-Fit-Geräten irgendwie hantieren muss. Und hinten dran sind die Jugendspieler, die sich in der Sauna irgendwie einen schönen Nachmittag machen. Natürlich spitze ich jetzt hier zu. Ja, ist also, da irgendwas geplant, dass also jetzt außer der angekündigte Umbau oder Neubau des Vereinsheims, der ja bei der Mitgliederversammlung von Thomas Hitzlsperger bekannt gegeben wurde, aber ist das jetzt eine vorübergehende Situation oder wird das irgendwie erstmal so bleiben? Ich denke, das wird erstmal so bleiben, ja. Also, weil schlicht und einfach kein Platz da ist, um eine andere Lösung zu finden. Man muss allerdings auch tatsächlich sagen, Container hört sich jetzt auch schlimmer an, als es ist. Also ich habe sowohl mal Büroräumlichkeiten gesehen von innen, als eben auch den Blick da in den Fitnessbereich. Das ist schon okay und man darf sich es jetzt nicht wie so ein Container auf einem Containerschiff vorstellen, sondern das ist gut klimatisiert und also sieht im Prinzip von den Büroräumlichkeiten her zum Beispiel aus wie ein ganz normales Büro. Natürlich haben wir bei STR wieder gnadenlos überzogen, deswegen frage ich jetzt einfach mal den Dani, gibt es noch wichtige Eindrücke zum Thema NLZ, die ich jetzt von euch noch nicht gehört habe? Spontan würde ich sagen, dass alles Wesentliche genannt wurde. Vielleicht kann man noch darauf verlinken, dass Ron einen Blog-Eintrag noch über den Tag im NLZ geschrieben hat, durchaus auch noch ein bisschen eingegangen ist. Das kann man vielleicht erwähnen, dass wir just an dem Tag, das sollten wir definitiv noch erwähnen, an dem Tag der Führung im NLZ
war tatsächlich dann auch noch am Abend eine Veranstaltung für die Eltern geplant, die sich mit dem Schwerpunktthema Depression befasst haben. Es gibt also auch noch viele Veranstaltungen für die Eltern, wurde uns gesagt, dass man da immer versucht, den Draht aufrechtzuerhalten. Und das hat dann noch so einen extra Raum dafür, quasi so einen Besprechungsraum. Das wäre vielleicht noch erwähnenswert gewesen. Alles Weitere, falls noch irgendwas vergessen ist, Ron, mir fällt jetzt spontan auch nichts ein, ist dann jedenfalls im Blog-Eintrag noch drin. Genau, oder ihr schreibt uns an. Genau. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja dann irgendwann in nächster Zeit noch ein paar Folgen diesbezüglich. Also da hören wir natürlich dann rein, aber ich kann schon mal sagen, das klingt alles sehr, sehr interessant. Sollte jemand vom VfB zuhören, ich würde mir das gerne auch mal angucken. Also ich melde mich hiermit mal an. Es würde mich wirklich interessieren. Nicht, damit ich danach irgendwie schimpfen kann, sondern weil es halt wirklich interessant ist. Also wie man sich da um den Nachwuchs kümmert. Denn das eine ist natürlich, ja, immer wieder zu propagieren, wir möchten wieder mehr auf die Jugend setzen und die Jugend ist unsere Zukunft und pipapo. Aber wenn dann die Grundvoraussetzungen nicht erfüllt werden, danach klingt es jetzt aktuell nicht, ja, dann ist es natürlich schwierig, dann solche Vorgaben Taten folgen zu lassen. Also von daher würde es mich auch mal interessieren. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal die Möglichkeit, dass man dann mal an einem Gewinnspiel teilnimmt oder dergleichen. Also ja. Das hast du tatsächlich implizit mit deiner Teilnahme an der MV, weil genau darüber habe ich es nämlich auch gewonnen im Sommer. Aha, so, guck mal einer an, da wurde ich wieder benachteiligt. Na gut, nein, sei es drum. Wir lassen das jetzt dabei und ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt auch zum Ende, denn eigentlich war vorgesehen, 60 Minuten über die zweite Mannschaft und die U19 zu reden. Natürlich wurde es wieder etwas länger, sorry dafür schon mal. Aber ich verweise noch ganz kurz auf Dennis, und zwar @DennisME1893. Darauf weisen wir ja sowieso in jeder STR-Folge hin. Der liebe Dennis leidet unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom und Ron kennt sogar die genauen Zahlen, also wie viele Euro fehlen noch für die Operation? Es waren 22.000 und ein paar zerquetschte. Also mal ganz ehrlich, 22.000 und ein paar zerquetschte. Also zumindest die paar zerquetschten sollten drin sein für diese Ausgabe. Also von daher, rappelt euch nochmal auf, möchte ich sagen. Geht auf vfbsdr.de, da gibt es dann einen Link mit verschiedenen Informationen rund um Dennis. Zum einen könnt ihr nochmal gucken, was ist eigentlich dieses chronische Erschöpfungssyndrom, und zum anderen könnt ihr auf die GoFundMe-Kampagne von Dennis gelangen, indem ihr dann eben den richtigen Link anklickt und dann mit ein paar Euros dazu beitragt, dass der liebe Dennis irgendwann nach Barcelona, glaube ich, fliegen kann und sich da behandeln lassen kann und hoffentlich wieder gesund wird. Ja, wir haben uns ja vorgenommen, mit Dennis irgendwann mal im Neckarstadion die Treppen hochzulaufen. Und ich finde, das wäre fast ein größerer Erfolg als eine deutsche Meisterschaft. Also zweite Liga-Meisterschaft wäre mir schon noch wichtig. Ja, also von daher aufsteigen möchte ich. Aber dann kommt direkt das mit Dennis. So. Gut, die anderen Teile gibt es bei rund um den Brustring, zumindest den einen, wenn es darum geht, dass wir die Hinrunde nochmal besprechen. Blick auf die Hinrunde heißt das Ganze. Rund um den Brustring kennt ihr natürlich, klickt dahin und hört euch Teil 1 an. Teil 2 gibt es bei der Nachspielzeit, da geht es um die Vereinspolitik. Ron, Dani machen da hervorragende Arbeit, nicht nur zum Thema Vereinspolitik. Es gibt auch ein wundervolles Interview mit den zwei deutschen Meistern und Olympioniken des VfB Stuttgart. Es sind beide bei Olympia gewesen, richtig? Ja. Genau. Die Namen sind mir natürlich entfallen, das zeigt das mangelnde Interesse. Marie-Laurence Jungfleisch, die Hochspringerin, und der Weitspringer Fabian Heinle. Ja, das muss man sich eigentlich merken. Wenn ihr es nicht könnt, so wie ich, dann hört euch die Folge nochmal an. Hört sie euch zum ersten Mal an. Ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Dann gibt es natürlich noch Brustring-Talk. Die Jasmin ist dort zugegen und natürlich auch der Martin 242 auf Twitter und noch diverse andere Fachleute, möchte ich fast schon sagen. Und bei euch geht's jetzt gleich weiter mit dem Ausblick auf die Rückrunde. Darauf freue ich mich schon und würde sagen, wir schließen jetzt hier dieses Kapitel und hören uns nächste Woche wieder zu einer regulären Ausgabe STR. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis demnächst. Ciao. Wiederhören. Ciao. Tschüss.